sind wir wieder mit dem Let's Play zu Rising World. Mit dabei die Kara. Hi. Die Danu. Hi. Und der Maulwurf. Moin Moin. Und der Arleiter. Hey. Ja, wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim Grillen. Danu baut Häuschen, Anubis Nein, hat seinen Grill gefunden. Ich baue das falsche Dach ab. Aber ich baue mir vorher noch einen schönen Smoker. Oh ja. Der braucht aber länger, ne? Ja, ich habe ja beides stehen. Fläche. Und du musst aufpassen, der Bacon verbrennt genauso schnell. Ist recht. Dekoration. Smoker! Heute. Wow. Ganz schön teuer, der Teil. Naja, du brauchst es ja auch nur einmal. Wie Stäbe kriegt man aus einer Eisenplatte raus? Vier. Vier, ja. 8, 12, 16. Also 16 Eisenplatten. Mama. Ich betreibe hier akute Sternverschwendung. Nichts Neues. Bin ja nur froh, dass alle das mit dem Dach auch passiert ist. Ein Glück ist mir sowas noch nicht passiert. In deiner Höhle kein Wunder. Da wäre es umso peinlicher, wenn dir das passieren würde, dass das Dach so niedrig ist. Ja, es ließe sich schnell lösen. Oh yeah, baby. Also. Da kommen wir. Ich würde sagen, sein Smoker ist fertig. Das klingt so, ja. Grippi. Steak. Hier können wir auch noch reinschmeißen. Genau. Nichts Schöneres als ein schönes Stück Fleisch auf dem Grill. Doch, gibt es. Zwei schöne Stück Fleisch auf dem Grill. Oh. Warum hatte ich nur darauf gewartet? Oh Mann.
genauso ein Fleischfresser wie er, kann ich ja auch nichts für. Ja, und ich auch. Trotzdem ist Gemüse auch lecker. Ja, aber das esse ich dann lieber frisch und nicht gegrillt. Wie hat es doch mein alter Freund Rudi Carell doch immer so schön gesagt? Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Hilfe? Zu spät. Weiter Server. Für diesen Server ist keine Hilfe verfügbar. Nein, definitiv nicht. Die Hilfe-Hotline ist unavailable at present. Please call again later. Genau. Schubidu. Machen wir als nächstes. Haben wir Fleisch. Und Bacon. Das heißt, dein Hauptnahrungsmittel im Sommer ist gegrilltes. Richtig. Oh Mann. In sämtlichen Variationen. Aber auch sehr lecker. Vom Grill Pilze gefüllt mit Frischkäse. Miam, miam. Marinierst du dein Fleisch wenigstens dann selbst? Na, selbstverständlich. Na, wenigstens was. Traue niemals fertig mariniertem Fleisch. Richtig. Immer selber machen, weiß man wenigstens, was man hat. Ja. Weil auch wenn mich die Metzgerinnungen dieser Welt jetzt hassen werden, aber es ist nun mal so, es wird gerne halt das etwas abgelegenere Fleisch genommen und danach mariniert. Bewiesenermaßen. Und ich weiß halt schon gerne, wie alt mein Fleisch ist. Wenn es zurückquatscht, ist es alt. Ja, wenn man es zweimal genießen kann auch, ne? Ah. Yep. Oh Mann, so ein Dach abbauen dauert eindeutig viel zu lang. Klingt hart, ist aber so. Fällt mir dann ein anderer Spruch zu ein, von einem anderen Kollegen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, so ist er auch original. Hm. Nein, der kann das auch mal um die Ecke. War auch immer lustig. Ich weiß noch gar nicht mehr, woher das war. Sendung mit der Maus. Hä? Stimmt, könnte ihn hauen. Oh ja. Klingt komisch, ist aber so. Siehst du, wenn sie die Dinge erklären, dann kommt das gerne. Ja, manche Sachen klingen ja auch wirklich komisch. Ja. Fleisch ist fertig. Ich sollte es doch wohl nicht etwa schaffen. Das Fleisch ausgegangen. Was? Der großen Jagd? Naja, durfte ja den Pinguin nicht schlachten, also bin wahrscheinlich ich schuld. Nö, nee, das passt schon. So.
Ja, sorry, bei mir ist heute fürchterlich spannend. Warum? Ich die Decke wegklopfe, die falsche. Hast du gefuscht? Nur verbaut. Also gefuscht? Nein. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass da oben nur Lilliputaner rein war. Ach so. Und jetzt hat sich herausgestellt, ist nicht, weil gibt's nicht. Wenn auswegen so, ist nicht. So, ja, so gegendert sind die Spiele hier noch nicht. Es gibt nur Einheitskerle. Egal ob männlich oder weiblich. In Einheitsgröße. Also brauche ich hier noch nicht an die Lilliputaner denken. Ich muss mal was anderes. An alle, die sich gerade fragen, was macht der da? Ich habe auch keine Ahnung. Das sage ich euch, wenn ich es weiß. Aber wie ist das, du keine Ahnung davon, was du machst? Und dann weiß ich auch schon. Schaut ganz nett aus, der Weg bisher. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Alain. Ja. Wir müssen demnächst wieder in die Höhle. Ja, das, ich hab's mir schon gedacht. Oder ich mach's einfach so, wenn du die Woche eh nicht da bist, gehe ich wieder in die Höhle weiterarbeiten. Falls ich bis dahin wieder gesund bin. Von da oben ist das Dachbahn viel angenehmer. Schade, dass man dem Benjamin noch keinen Stall bauen kann. Oh, mein Hühnchen ist fertig. Ich hab da noch das ideale Tier für dich. Elefant? Mhm. Ich hab dir schon mal gesagt, ich bin vielleicht verrückt, aber nicht so verrückt. Dann geh zum nächsten Nashorn. Auch das muss ich leider ablehnen. Danke, aber nein, danke, ne? Richtig. Nashörner sind voll nett. Mhm. Sogar schon Videobeweise. Mhm. Juhu. Ich hatte ein ganz tolles Thumbnail, als ich mit Nashörnern zusammengetroffen bin. Also im Sinne des Thumbnails auf in den Kampf, Anubis. Lass mich kurz überlegen, nein. War aber viel zu lange überlegt. Du verpasst da echt was und ich hatte damals noch kein Schwert. Oder doch, ich glaube, da waren wir ja ausprobieren unsere Waffen, gell?
Ja, ja. Das war die lustige Folge, die du mit Endscreen angefangen hast, die zweite. Weil du von irgendwas verfolgt worden bist. Weil ich es da irgendwie nicht geschafft habe, rauszutappen. Aus irgendwelchen komischen Gründen. Ja, aus den Gründen, dass du davon gelaufen bist. Naja, sieht jetzt ein bisschen interessant aus, aber... Interessant. Dein Haus sei angeschlossen. Ja, du wolltest dieses eine Wegstück da haben wegen Grenze. Ich musste jetzt improvisieren, aber das habe ich nicht mit rüberschlängeln geschafft. Okay. Also dieses Auf jeden Fall, genau. Ja, okay. Klingt danach, als wenn man mal vorbeischauen müsste und sich das angucken müsste. Ja, es hätte im Prinzip so schön gepasst, wäre halt dieses Problem hier nicht. Diese Problemzone Biom? Yep. Ja. Durch diesen Knick muss ich irgendwie damit leben. Na gut, das hat auch was. Du kannst ja hier Bäume und sowas zwischensetzen. Ja. Und dann ergibt das wieder Sinn, dass der Weg so geht, wie er geht. Ja. Oh, was schön Höhleneingang hast du hier vorne. Manu hat die Haare schön. Was habt ihr nur bis in der Pause gegeben? Eigentlich gar nichts. Anubis, hast du was von deinem Fleisch schon gegessen? Nein. Dann bin ich ratlos. Ich hab einen Weg gebaut. Ja. Ja, jetzt kannst du als nächstes Ela anschließen, wenn die schon fertig. Zeit haben wir noch ein paar Minuten. Bei der muss ich mir erst kreativ was einfallen lassen. Oh. Ja, du kannst doch mal ins Haus gehen. Das Wohnzimmer kennst du schon, das Wohnzimmer. Mal schaue sich diese schmackhaften Rippchen an. Oh. Einigkeit habe ich ja auch schon vorbereitet. Ein Träumchen. Ach, Alei. Ich brauche schon wieder Erde. Oh Mann. Gebe der Bacon. Nein, du kriegst kein Bacon. Den esse ich. Tito. Sieh mein Video in diesem Moment. Hast du dich schon wieder an den Arm geschlichen und er hat dich schon wieder nicht bemerkt? Nein. Nö, wir haben doch immer noch fertigen Bacon. Oh je, er isst den wochenalten Bacon. Na, guten Appetit. Viel Spaß mit den Bauchschmerzen. Ja, das Weiß ist halt die... Das ist die ultimative Preserving-Bin dieses Fass. Die hätte ich gerne in Haag. Selbst nach einem Monat wird hier nichts schlecht. Oh. Ach ja. Also bitte, Red, wir brauchen unbedingt Verfallsdatum für Fleisch. Nein. Blöde Idee. Danach gibt's üble Magenkrämpfe. Lebensmittelvergiftungen? Fände ich aber eine coole Idee. Die Idee ist nicht schlecht, ja. Meine, wenn sie schon drinnen haben, das Fleisch beim Kochen brennen kann, wäre doch konsequent weitergedacht.
Arno will uns Griller nur leiden sehen. Ja. Ich bin höchstens ruhig, weil ich am drüber nachdenken bin, was esse ich denn? Und ich außerdem gerade ein bisschen geerntet habe und jetzt noch die Melonen nochmal neu setze. Warum? Fleißig, fleißig. Weil der Weg noch nicht zu Ende war und ich noch nicht genug Setzlinge hatte. Beziehungsweise in diesem Fall Samen. Magst du Wächter der Uhrzeit spielen? Wer, ich? Welche der Uhrzeit meinst du jetzt? Na, du, Wächter der Uhrzeit, in die Früh drin. Viel besser beim Bauen. Bitchita! Das hat sich an komische Schnupfen angefangen. Ja, also da müssen wir definitiv mal was dran tun. Das geht dann. Ja, aber was können wir da tun? Oh ja, ja. Fleisch streichen, oder? Ich glaube auch. Weißt du, was das Schönste daran ist? Was da? Ich fühle mich dabei noch nicht mal angesprochen, weil Admin. Ich weiß. Oh. Wir haben es so schön über den Kopf stehen, gell? Ja, so ganz unauffällig. Doch voll dezent, ja, echt. Also das ist wirklich dezent, dieses Admin. Als Videobeweis siehe Anfang des letzten Videos bei Anubis, danke. Oh, ich muss ja noch was in mein Haus einplanen. Oh oh. Eine Zelle? Ist mein Haus jetzt etwa zu klein? Eine Zelle? Wieso eine Zelle? Ja, was ist ich? Wie, weil du ja so gerne einsperrst. Wer hat da den Knast gebaut? Du oder ich? Siehe arg. Obis Zelle und so. Weiß nicht, wovon du redest. Videobeweise. Ich muss nur noch die Nummer raussuchen. Ich werde es unter das Video schreiben. Okay, gut, dass die kurze die Videos nicht wirklich schaut, sonst würde die wahrscheinlich jetzt unterschreiben. Siehe Minecraft bei uns, es war Alai. Was? Haben sie dir einen Knast gebaut? Nee, ich hab Knast gebaut. Oh Mann. Ich brauche mal die Telefonnummer von der Mutter von der Kleinen. Von der Kurz. Muss mit der, glaube ich, mal ein erstes Wörtchen reden. Ich konnte es mir nicht sparen, weil das Lustige ist, da gibt es extra so Metalltüren. Ja. Die kann man allerdings nicht per Hand öffnen, da musst du da einen Knopf nebensetzen und diesen Knopf kannst du natürlich schön von außen dann machen. Mhm. Aber, der Knast war ja nicht das Ding. Die Kurze ist dann reingerannt und hat in jede Knastzelle einen Dorfbewohner gesetzt. Oh Mann. Und ich stand draußen und auf einmal, weil es erst nicht so geklappt hat, kam ein Dorfbewohner nach dem anderen rausgestürmt. Mhm. Die dann urplötzlich aus irgendwelchen Gründen Aua geschrien haben und weg waren. Ah, okay. Und auch noch Dorfbewohnermörder. Ah. Merkt. Ja, freilaufendes Gesocks brauchen wir nicht. Und immer diese ständige. Klar. Rennst du gegen meine Glasfenster? Nein. Es gibt eine Eingangstüre, die gibt's auch schon. Ja. Wie ich das hier so sehe, könnte ich wirklich schon mal wieder den Grill anfeuern. Mal wieder. Hast du den überhaupt schon abgedreht? Bei mir zu Hause meine ich jetzt.
Achso. Ja, ich muss mir das noch aufheben für die richtig schönen Tage. Binjamite. In einem Mehrfamilienhaus. Dann das heißt, ich darf... nicht grillen, oder was? Nein, du darfst im Jahr aber insgesamt nur 5 oder 6 Mal grillen. Auf deinem Balkon. Ohne, dass du betteln musst. Bei den Nachbarn. Okay. Sind die das bei euch echt so eng? Ja, sagen wir es mal so, wenn sich einer beschwert, habe ich ein Problem. Also nutze ich ohne Absprache auch nur die mir erlaubten 6 Mal oder was das sind. Müsste ich mich ja eigentlich bei meinen Nachbarn beschweren, weil die sind, egal ob Sommer oder Winter, ständig draußen am Grillen. Ja, im Garten ist auch wieder was anderes, aber wenn sie auf dem Balkon grillen. Weil wir haben ja keine Balkone, das Also im Gemeinschaftsgarten ist das so ein relatives Ding. Aber auf dem Balkon darfst du, wie gesagt, nur 5 oder 6 Mal. Der Vorteil dabei ist, ja, ich staub mir auch mit ab. Schon wieder weg? Schon wieder weg. Der Vorteil ist ja dabei immer, ich staub ja dann stellenweise auch mit ab, wenn ich da gerade eh vorbeilaufe, um einkaufen wiederkomme oder was. Die leckersten Sachen dabei. Also was das Grillen angeht, das haben die Russen definitiv raus. Das muss ich echt ehrlich zugeben. Das können die gar nicht raus haben, sind keine Deutschen. Oh. So leckst du das. Mussten sogar die Amis schon einsehen, Grillmeister Deutschland ist nicht leicht zu besiegen. Ja, okay, gegen Grillmeister natürlich klar, aber was sie da stellenweise auf den Grill schmeißen, die Russen, das ist, da sag ich mir dann, lecker, ich will mehr haben. Ach ja. Nein. Schönes Putenfleisch in einer leichten Biermarinade. Oh. Oder einfach nur Bierhuhn. Das ist lecker. Bierhuhn ist doch, wo du das Hühnchen über ein Dosenbier stülpst und in den Backofen schiebst, ne? Genau. Und wenn du dann noch schlau bist, packst du sogar noch Gewürze, also frische Gewürze, in die Bierdose mit rein. Und das zieht dann bis ins Fleisch rein und das ist so lecker. Oder wenn man es in Deutschland hat, kannst du das ganze Ding auch in einem Smoker machen. Den habe ich noch nicht. Smoker hat mein Kollege nicht, aber er hat einen großen Grill, den man zumachen kann. Und das ist der Hammer. Und dann am besten noch... mit diesem Whisky oder ein Holz eingelegtes Whisky. Nee, war nicht wahr. Whisky, das in Holz eingelegt worden ist, sag ich jetzt mal so. Sagen wir es mal so, ich werde mir irgendwann nochmal eine Folge von Frank Rosin reinziehen müssen. Warum? Da ist er in einem Restaurant, wo er die dann die haben so ein American Food Restaurant aufgemacht. Sind riesige Amerika-Fans. Aber kein Plan von American Food. Und den hat er dann mal eben kurz eine Reise spendiert nach Texas, sich so Grilldinger und sowas angucken. Original American Food. Und da wird gezeigt, wie die in Amerika die Smoker bauen. Das ist ja eine ganz billige Variante, wie die das eigentlich machen. Die besorgen sich Metallfässer und bauen die dann daraus. Ja. Unser aller wird dann sicher ein Tutorial dazu auf seinen Kanal stellen. Sollte ich mich da wirklich mal dran wagen, vielleicht, ja. Das Ding ist, ich habe noch nie Schweißarbeiten gemacht, also von daher... Schweißen ist einfach. Ja, ich weiß, dass es einfach ist, aber wenn du noch nie so ein Ding in der Hand hattest, ist das wieder so ein relatives Ding. Darfst du nur nicht, musst du nur aufpassen, dass du dir die Arme nicht verblitzt.
Und dann hast du die Nacht echt Spaß. Das ist das kleinste Problem. Es ist mehr die Kunst, überhaupt erstmal zu wissen, wie schnell muss ich die Hand überhaupt bewegen und ähnliches. Was hat man eigentlich so nach 5 bis 10 Minuten eigentlich raus? Das ist ja, wenn ich aber nur ein Fass habe. Dann machst du ein paar Probepunkte. Aber dann nicht an meinem Smoker. Nein, doch nicht da dran. Dann nimmst du den Probemetallteil und machst du da ein paar Schweißpunkte. Weil es ist eh damit einfacher zu arbeiten mit Schweißpunkten als mit einer ganzen Schweißnaht. Wenn ich jetzt... Nee, aber da werde ich eine Schweißnaht setzen müssen, spätestens beim Schornstein. Ja, okay, da ja, aber... Hinten das Gelenk und ähnliches, das könnte ich auch mit Nietenpistolen machen. Das Ding auseinanderkriegen brauche ich auch nicht schweißen, da kann ich flexen. Kommt die deutsche Flex in Einsatz. Ist die überhaupt deutsch? Ähnlichkeiten mit gewissen Personen sind rein zufällig. Es wird dann ein Tim Taylor Smoker, der fliegt dann auch bis zum Mond. Oh, das war einer meiner Lieblingsfolgen. Er hat den Grill getuned. Ich fand das mit dem Geschirrspüler viel, viel, viel cooler. Vor der ganzen Front da, ganzen Motor da auf einmal wegfliegt in die Hütte. Ja, der Geschirrspüler war gut, der Staubsauger war auch richtig geil. Der Hausstaubsauger, der in einem Keller ist und überall dann Rohre hin verlegt sind. Ja, Power. Fand ich eine absolut geniale Idee. Du brauchst einfach nur einen Schlauch irgendwo an der Wand in jedem Raum anschließen, kannst saugen. Nach dabei hat das Ding ein bisschen sehr übertuned. Geringfügig. Aber der Grill war einfach mit das Geilste, weil kriegst du das erstmal hin, dass ein Grill abhebt wie eine Mondrakete. Das Problem ist bei diesem Tim Teller, er ist super, er ist genial gemacht, die ganze Serie. Das Problem ist, der hat mein Vater dafür auf Ideen gebracht, die sind nicht mehr normal. Wie zum Beispiel? Ach, er fing auf einmal an, auch an seinem Staubsauger rumzufummeln, wo ich mir gedacht habe, Papa, lass es sein. Ja, du, wir haben dafür früher MacGyver geschaut. Ja, aber es ist schwer, aus einem Kaugummi, einem Taschenmesser und einem Wecker eine Atombombe zu bauen. Kannst du das echt nicht? Nein. Ja, wirklich. Hat hier nicht sogar noch einen Bindfaden dabei gehabt? Ja, auch in den meisten Fällen. Das war ja nur die übertriebene Version mit dem Kaugummi und so weiter. Jedes Mal, wenn ich hier diese Fliege vorbeifuschen höre, ne, dann denke ich jedes Mal an diese Mega Neuron Arc, ey. Dreh mich jedes Mal um. Das ist schon echt mies. Leichte Paranoia? Ach, was, wie kommst du denn darauf? Hinterlassen Internetspiele Dauerschäden? Nein, überhaupt nicht. Sie wohnt seit 10 Jahren an der Autobahn. Hat sich in ihrem Leben irgendwas verändert? Nein, 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 nein! Ach ja. Ja, der Wahnsinn regiert auf diesem Server. Hey, ab wann gibt's Folgeschäden, wenn man mit dir zusammenspielt? Instant. Ja, cool, schon du bist, dann hat's dich auch. Ich war schon vorher so. Ich hatte noch Hoffnung. Was Mist, hier kann ich keinen abgerundeten Stein setzen. Warum kriege ich das höher? Bin noch Erde? Bist du nicht willig? Will ich dich auch. Okay. Was denn? Ich kann hier eine Stelle nicht abschließen. Das ist der letzte Stein, den ich setzen möchte. Hm? Pününü?
Ja, hier ist doch die Stelle, wo die blaue Lampe war. Wo ich den Weg verbreitert habe am Ansatz zur Terrasse hin. Ja. Ja, und jetzt kann ich da keinen Stein setzen. So einen abgerundeten. Wahrscheinlich Relock und dann geht's, aber. Der Weg will ich also mobben. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Weg, du hast es geschafft. Ich bin gleich nicht wegen Mobbing. Blöder Weg. Oh, das war bitte allein. Mann. Ist aber alles okay, oder? Mobbing ist strafbar in Deutschland. Aber nicht von Gegenständen. Nein. Arglist. Du musst trotzdem eine Person verklagen und nicht einen Gegenstand. Oder ist es bei euch so anders? Ja, nö, aber kann ich doch dann direkt die Entwicklung nehmen. Oh, fleißig wird eingestellt, obwohl es fertig ist. Oh Mann. Ich bin normal. Ich bin definitiv normal. Sollte hier jemand zuhören, der so hab mich Liebjacken hat, wir bräuchten eine für Alai. Ja, ich glaube, Anubis bräuchte auch langsam aber sicher eine. Der bräuchte also, längst eine. Ja. Kara auch. Hä? Danu auch. Ja, also brauchen wir mindestens 4 davon. Ja. Schön, falls Alai seine kaputt macht. Nein, die Jacke lasse ich heile. Ich muss dann nur lernen, wie ein gewisser Mel Gibson in einem ganz bestimmten Film, wie ich mir selbst die Schulter auskugel und wieder einrenke. Oh ja, das möchte ich sehen. Oder gewisse Magier, die das ja auch so machen mit den hab mich liebjacken. Aua. Merkst du, wie sich das jetzt alle vorstellt? Jo. Das war das Ziel. Und ja, das tut auch höllisch weh, so die ersten 3-4 Male. Selbst danach ich will mir das gar nicht weh. Vorstellen. Au. Aber? Was aber? Ihr dürft raten, was jetzt kommt. Oh nee. Doch. Oder vorbei? Nö. Noch nicht. Doch, wir sind nämlich schon bei 38 Minuten. Das ist aber jetzt gemein. Hey, die rennt, das ist ja unglaublich. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dass ihr wieder reinschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.